Willkommen zum neuen Video. Ich bin der Dennis. Ich bin Andreas. Und wir sind Sonax Master Trainer aus der Schweiz. Im letzten Video haben wir uns das Pre-Protect angeschaut. Jetzt haben wir hier das Hartwachs 0204. Ja. Andreas, was ist denn da der Unterschied zwischen diesen zwei Produkten? Ja, der Unterschied, der Grund, wieso ich das hergestellt habe, ist, das ist ein sprühbares Produkt und das ist aus meiner Sicht die Flüssigwachsvariante von dem. Kann man eigentlich so sagen. Das heisst, auch hier wieder wunderschöne Lackglätte, ein bisschen weniger als hier, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und auch hier wieder eine sehr starke Farbauffrischung. Der entscheidende Vorteil, den wir hier haben, ist silikonfrei. Das heisst, gerade für alle Lackierumgebungen genial. Wenn ihr also lackieren seid und da nochmal einen leichten Schutz wollt, am Schluss auftragen, bevor ihr das Auto euren Kunden rausgebt, perfekt. Weil das, wie gesagt, silikonfrei und darum für die Umgebungen absolut perfekt geeignet, weil Silikon und Lackiereien verträgen sich nicht immer ganz nicht so gut. Wirklich, ja. So, lieber Andreas, es steht ja Hartwachs drauf, ja? Ist aber eigentlich ein flüssiges Produkt. Ja. Kannst du dazu was sagen, warum das so ist, warum Nein. das so heißt? Nächste Frage. Wie unterscheidet sich der Auftrag zwischen den zwei Produkten? Was muss ich hier beachten? Ja. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Ja. Klassisch Flüssigwachs in dem Sinn. Das heisst, ihr habt entweder die Variante, dass ihr es von Hand auftragt, auf einen Applikator drauf, dann könnt ihr es verteilen, kurz drauf lassen und wegwischen. Oder, gerade für die Profis unter euch, sehr, sehr spannend, Poliermaschine. Ja. Auf ein weiches Finishpad drauf tun, auf dem Lack verteilen, geht extrem schnell, macht einen dünnen, gleichmäßigen Auftrag, abwischen, fertig. Also, einfacher könnte es eigentlich fast nicht sein. Also alle, die keinen Wachsfetisch haben, wie der Andreas, weil der muss natürlich alles von Hand machen. Ja. Ich bin natürlich der mit der Poliermaschine und mit einem sehr, sehr weichen Pad. Du bist das der emotionslose Profi, sagen wir es doch so. Ich habe die Emotionen bei der Keramikversiegelung, von dem her. Genau. Genau. Vielleicht noch kurz, warum heißt das HW0204? Sonax hat eine Skala bezüglich dem Schutz und der Lackglätte. Und da geht es jeweils von 1 bis 6. 1 ist das Tiefste. Das heisst, vom Schutz her, von der zu erwartenden Standzeit, 2 von 6 und bei der Lackglätte 4 von 6. Das heisst, realistischerweise würde ich mal da jetzt davon ausgehen, dass ihr da 2 bis 4 bis maximal 6 Wochen Schutz habt auf eurem Lack. Schutz heisst nicht, dass er vor Kratzen geschützt ist. Das kann kein Versiegel auf dieser Welt. Aber ihr habt eine einfachere Reinigung vor allem. Ja, und damit haben wir, glaube ich, alles zum HW0204 gesagt. Wie gesagt, aus meiner Sicht vor allem der grosse Vorteil, silikonfrei und damit für Lackierumgebungen sehr, sehr, sehr gut geeignetes Produkt. Gut, das war das Hartwachs. Genau. Fast vergessen. Ui. Zwei Füllmengen. Ja. 250 Milliliter, da 1 Liter. Genau. Das heißt, ihr könnt euch für alle Privaten da draußen könnt ihr euch die kleine Flasche holen, das lange Führung und genau. Profis greifen dann zum Grossgebinde. Jetzt Wunderbar. Sind wir fertig. Gut. Sonst noch ein Einschub? Nein, jetzt ist gut. Sehr gut. Also. Wenn ihr schon Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht habt, lasst es uns wissen. Unten in den Kommentar reinschreiben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.